Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge WeChop 2. Wir müssten heute, also bei euch jetzt Sonntag haben und es ist ein wunderschöner Tag. Ja, das hätte ich mir, also zumindest hier im Spiel, das hätte ich mir heute mal gewünscht. Es ist gerade Mittwoch, also der Mittwoch vor dem Sonntag, an dem ihr das jetzt hoffentlich schaut. Und es war ein, also wettertechnisch war das grauenvoll. Das war, bei uns hat es geschneit wie die Sau, Alter! Naja, der April halt, ne? Ja, hier ist wunderschön und uns bleibt gar nicht viel Zeit, um hier lange rumzuknorpsen. Weil wir haben schon wieder die ersten Kunden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss erstmal wieder hier in das Game reinkommen. So. Und einen Moment mal eben kurz. So. Habe jetzt eben mal die Musik ein bisschen leiser gestellt, weil das war dann doch bei der letzten Aufnahme. Die Soundeffekte waren halt ein bisschen krass. 3, 4. So, zum Glück haben wir letztes Mal gut Zeug uns auf Lager gelegt, also hier Stoff gut auf Lager gelegt, dass ich jetzt hier erstmal anständig abverkaufen kann, weil ja, wirklich, ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Wie zum Beispiel war denn die Taste für den Laden, die 3. Nein, die 2. Die 2 war es. Juhu! Alter, ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, 3 Wochen her. Ja, ich kaufe jetzt hier erstmal wild ein. Was hatten wir denn? Aurora Indica war ganz gut und Chemdog, ne? Na, schon wieder keine Kohle mehr. Ach, Servus. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen, wie der Typ heißt, von dem ich denke, dass er dem da ähnlich sieht. So, ich will nicht, Alter. Ich bin jetzt fast auf Abernten gekommen. Das wollte ich überhaupt nicht. Und ich habe gesehen, es sind mittlerweile wieder einige neue Updates rausgekommen. Und ich bin sehr gespannt, was die Entwickler hier gemacht haben. Also 3, 4. Kann ich denn? Nein, ich habe keinen Dünger, also keine Pumpe, keine Wasserpumpe. Das heißt, ich muss das hier erstmal wieder alles manuell machen. Kohle will ich jetzt nicht sofort wieder ausgeben. Ja, es kamen einige neue Updates raus. Und was mir direkt aufgefallen ist, als ich das Spiel gestartet habe, war, dass die Palmen sich bewegen. Ich glaube, das war beim letzten Mal nicht der Fall. Und sehe ich nur unscharf oder bin ich unscharf? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Kamera stellt mich hier anständig scharf. Ja, ab mit dir. So, wie ging das hier nochmal? So, Select your Rolling Papers. Machen wir hier. Da rein. So, dann machen wir hier. Zack, 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 zack. Erstmal ein paar Joints drehen wieder. Zack, 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 zack. Und ja, das war's. Gut, 18 Sekunden. Alles klar, raus da. Unsere Pflanzen rufen wieder nach Aufmerksamkeit, die verwöhnten Göhren. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen hier. Ich bin gerade komplett überfordert. Man merkt das wahrscheinlich an meiner Moderation. So, da kommt nochmal hier sowas rein. Wir haben nämlich schon wieder nur noch 78 Gramm. Und die Sonne geht unter. Ach, ist das schön. Ach ja. Und die komplett kaputte Drogentante läuft wieder vorbei. Oh Gott, und da hinten kommt sie wieder mit dem pinken Hahn. Ich muss weg. Ich bin nicht da, der Laden ist geschlossen. Juhu! Da gibt es wieder was zum Abernten. Zack, zack. Und ab dafür. So, dann können wir hier nochmal den Chemdog reinballern. Der braucht ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die Töpfe der Klasse 2. Ich komme ja. Moment. Moment, müsst ihr jetzt mal eben warten. 3, 4. Was haben wir hier noch? 1, 3, 4. So. Ach, ich hab's doch geahnt. Ich hab doch gesagt, es zu. Aber geht's so high? Die versucht immer hier hinten ins Lager zu kommen. Die Tante. Ist nur für Personal, Mann. Gerade eine Message über Facebook bekommen und gehofft, dass man die hier nicht im Spiel sieht. Sieht man aber nicht. Zack, zack.
Zack, zack. Oh, da fällt mir gerade ein, verdammt. Dinge tun. Alter. Ich sehe dich ganz genau. Bats! Gibt's gleich auf den Sack. Du elender Dieb. Ich schlag dir die Rübe ein. Kann ich den noch weiter? Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Dass hier die Milben. Ich habe es nachgeschlagen und habe es ja dann auch direkt mal in einem Titel der letzten Folgen verwendet. Also das Vieh, was hier meine Pflanzen mittlerweile befällt. Hi, das sind Milben. Wegen Mites, also wegen der englischen Version, ja, dachte ich immer an irgendwie Termiten. Sehr toller Schwachsinn. Ciao. Also, okay. So, die ist befallen. Das heißt, ich muss jetzt leider Gottes... wo war denn das Zeug jetzt noch gleich? Da. Ich muss leider Gottes diesen teuren Shit hier kaufen. Nein. Nee, das mache ich nicht. Ich kaufe den günstigen Scheiß. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 5 Stück. Und ciao. Sorry, aber das war mir jetzt zu teuer. So, da kommt eine Aurora Indica rein und hier kommt auch eine Aurora Indica rein. Und dann machen wir gleich mal den hier. So, die wird hoffentlich so noch fertig. Und hier machen wir auch mal ihn hier. So, dann sind die Pflanzen gleich gefeit vor dem Viehzeug. Also du warst doch eben gerade schon mal da. Du ziehst das Zeug ja weg wie nix. So, 3, das müsste reichen. 15 Sekunden nur noch. 3, 4. So, da hoffe ich einfach mal, dass die nicht noch sich Milben einfängt in den letzten Sekunden. Hier gehe ich auf Nummer sicher. Und hier gehe ich auch mal auf Nummer sicher. So, du bist fertig. Das gefällt mir. So, das Lager füllt sich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und von dem Geld kaufe ich mir auch gleich wieder... zwei Chemdog und 4 von den Ghost Haze Trains. Wett, ich habe mir doch 2 Chemdogs gekauft. Hä? Ach so, okay, ich kann die hier nicht pflanzen. Okay, deswegen zeigt das mir gar nicht erst an. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Vielleicht mal auf die Kohle geguckt, aber die war tatsächlich weg. So, was willst du? Ciao. So, hier ist wieder was fertig. Das gefällt mir sehr gut, dass sich zumindest das Lager jetzt mal sehr anständig füllt. Dass wir da keine Probleme mehr haben, wenn Kunden kommen, dass wir sagen müssen, ist nichts mehr da. Junge, mach lieber mal ein bisschen Sport und hör auf zu kiffen. Oder kiff weniger. Mit deinem... Boah, Alter, das ist so ein breiiger Arsch, den der hat. Tschup. Wie geht denn das hier mit den Papers? Ich hab gerade zu tun. Plump. So, drauf da. Zack, 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 zack. Und runter. 18 Sekunden. Schneller werde ich wohl nicht mehr. Alter. Wenn du noch einmal so knapp hinter mir stehst, dann ist vorbei mit Respekt, Dude. Dann heißt es nämlich Baseballschläger, Dude. Zu dem werde ich dann nämlich. So, du gehst weg und du, also nicht weg, sondern kriegst Wasser. Also momentan ist es immer noch so, so haben wir glaube ich letztes Mal auch aufgehört, man lebt so ein bisschen von der Hand in den Mund. Also das, was man verkauft, muss man direkt wieder neu ausgeben. Die hat sie doch nicht alle, die mit den riesen Nippeln. Und dem komischen Rücken und der Arschrille der... Oh, dem Bauarbeiter-Dekolleté. Sagt man das so, glaube ich, ne? So, ihr kriegt nochmal fein Wasser. Ihr auch, wenn ich sowieso gerade nichts zu tun habe. Also nichts anderes. Was macht denn eigentlich unsere Statistik? 11% Popularität. 222 Kunden haben wir... wir haben Kunden verkauft. 222. Über 1 Kilogramm Shit schon gecrowed. Cash blown. 15.000, Alter. Und 14.000 Paper made. Achso, Kohle gemacht. Okay. Wir haben
Ja, mehr ausgegeben als. Ja gut, wir hatten ja Startkapital, natürlich haben wir da. Da haben wir dann auch schon mal was ausgegeben. Also haben wir natürlich mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben bisher. Aber das gilt es zu ändern, diese Statistik. Ich möchte ganz gerne über kurz. Schönen guten Tag, was wollen Sie? Das Geräusch einfach. Gibt's mal eine Bauchmuskelmassage von mir? Ja, da stehst du nicht mehr auf, mein Freund. Oder vielleicht doch. Wie der auch aussieht einfach. Sowas will ich nicht mal als Kunde haben. Als Kunde haben. Ja, ich bin gleich da. Gerade noch hier so. Chemdoc, den will ich da rein haben. Dann 3, 4. Und scheiße. Wir brauchen ganz schnell hier den Scheiß. 1, 3, 4, 5. So. So, da ist wieder was fertig. Das ist sehr schön. Komm, dann machen wir den erstmal hier. Stempeln wir den erstmal ab. Was mich interessieren würde, ob die Kunden mehr Geld geben, wenn man sie schneller bedient. Und die Pflanzen kreichen wieder nach Wasser. Okay, das war dann aber jetzt das letzte Mal bei denen. Die hier braucht nochmal. Und die hier hat auch das letzte Mal bekommen. Was machen unsere Aufgaben eigentlich? Ja, alles complete. Okay, das heißt, wir müssen erst wieder aufsteigen, was aber nicht mehr so lange dauert. Wir sind bald Level 9. Juhu! Die will bestimmt bald einen Stammkundenrabatt haben. Was macht eigentlich unser schönes Schild hier draußen? Wir sind voll in der City. Oh, diese Texturen da hinten an den Häusern. Das ist ein Traum einfach. Das ist echt ein Traum. Das ist so PlayStation 1 Zeit. So, wir haben wieder ein bisschen was wir abernten können. Zack. Zack. Oh yeah. Jetzt klingelt es aber in der Kasse. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, du brauchst nichts mehr. Da hole ich dir nochmal eine Ghost Haze Train rein. Eine Ghost Haze Train. So, kommt auch nochmal was weg. So, jetzt haben wir 196 Gramm am Stissel. Und theoretisch dürften wir auch bald hier out of Platz sein. Na komm ruhig rein, ich brauche dein Geld, Mann. Na, da drehe ich mir halt nochmal was. Man kann auch irgendwann, glaube ich, das Zeug selbst rauchen, wenn ich mich recht entsinne. Also im Trailer gab es da mal eine Szene, dass man da ein bisschen was selbst drain und rauchen kann. Rauchen vor allem. Ja, 15 Sekunden. Juhu, hallo. Die Ladies immer, ne? Die schleichen sich so ran. Ich muss ein ziemlich gut aussehender Typ sein. Ich habe zwar keinen Körper, aber hinter der unsichtbaren Maske? Was? Aha, Max Capacity. Okay, das halte ich jetzt mal für ein gutes Zeichen. Jetzt ist die Frage. Ich würde ja, weil ich echt eigentlich, ich will nie mehr in den Engpass kommen, was das Lager angeht. Den können wir wieder abernten. Ob ich nochmal hier, ja, sofort. Boah, nee, ich warte nochmal. Ich will jetzt echt mal ein bisschen Kohle auch sammeln. Weil gleich geht's ja, wie gesagt, in Level 9 und da bekommen wir ein paar neue Sachen, die wir kaufen können. So, hier können wir nochmal eine Ghost Haze Drain reinmachen. Allerdings gleich eindampfen das gute Stück. So. Okay, dann machen wir hier das nochmal, wenn wir gerade sonst nichts zu tun haben. Flump. Na komm, mach schneller. Du Dreck, das ist meine Zeit. Ich will einen neuen Highscore. Zack. Und zack. Oh, 17 Sekunden. Das kann doch niemals sein. Ich war doch jetzt nicht 2 Sekunden langsamer als vorher. So, warte mal ab. Was haben wir denn da hinten? Die spielt doch wieder Gitarre, oder? Krusch, 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 krusch. Krusch, krusch. Klingt so ein bisschen wie Styropor, wenn ich hier. Hey, ich wollte dir gerade zuhören. Komm, treue Kunden, die kriegen auch mal was Gutes.
Yeah. Wo ist denn die Sonne? Ah. Schön ist es hier draußen. Ich würde mir echt gerne mal ein paar Charaktermodelle, ein paar neue wünschen. Oh, da ist ein Kunde. Tschüss. So, ihr braucht Wasser. Ah, dieses Spiel ist so wunderbar stupide, aber auf eine schöne Art und Weise. Ciao. Und warum kann... Ach so, warte mal, das hing an den Papers, ne? Ich muss andere Papers kaufen, wenn ich bessere Joints drehen will. Aber wann können wir denn eigentlich uns Angestellte holen? Ab Level 11. Okay, das ist ja noch ein bisschen hin. Boah, wie weit man hier aufsteigen kann. Level 32 habe ich. 33. Krass. So, warte mal, was haben wir denn hier? Oh, Alter, was das kostet, das Zeug. Tschüss. Ich habe gerade überlegt, oh, wir könnten uns ja mal so einen neuen Counter kaufen, aber boah, 5000, das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich den habe. Wasser, Wasser, Wasser. Und deswegen mache ich das auch gerade noch alles manuell hier. Einfach weil sonst haben wir ja auch nichts mehr zu tun. Und um die Kohle zu sparen für die Pumpen. Weil wenn wir Pumpen kaufen, dann geht uns ja wieder Kohle flöten. Ready for harvest. Reicht das noch? Und da war der Topf im Arsch. Toll. Okay. Können wir da auch gleich... Oh, wir haben noch einen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Homie. Lass dir schmecken. Okay, dann kann ich noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Komm, ich hole noch mal so zwei Chemdogs. Zack. Zack. Bim-bim. Ich bin, glaube ich, bei den letzten Aufnahmen auch noch gar nicht auf diese mega schrille Ladenglocke eingegangen. Kann ich den jetzt noch? Natürlich nicht. Okay. Aber ich hoffe, der kann jetzt nicht von Milben befallen werden, während der darauf wartet, abgeerntet zu werden. So, ich verteile noch mal ein bisschen Zeug. Einfach um die. Krass, der kauft mir das jetzt sogar ab. Das ist ja geil. Der hat mir jetzt gerade einen Joint abgekauft. Normalerweise konnte ich die bisher immer nur so vergeben. Hallo, 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 hallo. Hallo? Hallo? Die spricht nicht mit mir. Das. Alter, ich wusste nicht, dass das geht. Scheiße. Okay, gerade mal die Kundschaft niedergeprügelt. Da ist doch jetzt unsere Popularität gesunken, oder? Nö, ist gestiegen. Die stehen drauf. Die stehen drauf, ich sag's euch. So. Die wollt aber auch nicht mit mir reden. Das halte ich für eine Frechheit, halte ich das. Aber die müsste ich doch. 190, okay. Was geht da hinten ab? Was machst du? Alter. Ach schön. Ja, die Sonne geht unter und ein komischer Typ tanzt am Strand. Und mit diesem Beat entlasse ich euch dann in die nächste Folge. Wir sehen uns am Samstag nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen und nächste Folge gibt es dann auch ein neues Level, garantiert. Ciao!